Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es Teil 2 bei der Firma Britec Motorsports mit Chromecast zusammen. Im ersten Teil habt ihr gesehen, was hier alles so geht im historischen Motorsport. Wir haben jede Menge über die Formel 1 von damals gelernt, technisch gesehen. Brutal, was da für ein Wissen in dieser Firma steckt. Und jetzt gehen wir in Werk 2 rüber, da stehen nämlich die ganzen Autos. Also, los geht's. Was ist so mit das neueste Auto, was ihr so betreut? Wahrscheinlich das LMP-Auto so, ne? Nee, gibt noch was Moderneres, ja. Also so bis, also LMP ist 212. Also alles so ein bisschen GT3 auch, ne? GT3 Sachen. Ja, GT2, GT3. Ja. So das ist der 2, besagte 15. Transporter hier, wo auch die ganzen Maschinen und so weiter. Nee, der jetzt nicht, der ist nur zum Transport. Das ist nur ein reiner Transporter. Ah, okay, gibt mehrere, verstehe. Ja. Ja. Ah. Ja. Ich stelle mir gerade so den Normalo vor, der hier so mit seinem Auto um die Ecke fährt. Ich glaube, die kennen das mittlerweile. So, alle, und den Arsch. Also ich würde Vollbremsung machen, anhalten. Ja, das stimmt. Da sind wir auf jeden Fall bei den modernsten Fahrzeugen auch. Genau, so GT3. Mhm. Geil. Herzlich willkommen. Ist genau dieser Moment wie in Oschersleben. Man kommt hier um die Ecke und hat halt nicht ein Auto, sondern gleich mehrere. Okay, also das ist theoretisch der Teil, den ihr eigentlich schon mit euren Autos nur in Anspruch nehmt. Ja, und man könnte tatsächlich, also man braucht auch hier eigentlich mehr Platz. Aber das sind jetzt hier die Autos, die 5 Autos, die in Monaco oder für Monaco vorbereitet werden. Mhm. So, und dann da auch fahren, weil drüben stehen dann halt noch ein paar. Und vor allem, es ist halt einfach so viel. Jetzt ist alles offen, ja. So viel, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Gab es diese Abteilung vorher hier schon oder habt ihr die nur gemacht, um diese Fahrzeuge hier zu warten? Also wir haben so wie auf Maß genau alles passend gemacht aus... War Zufall. Das war Zufall, ja. Noch ein Auto dürft ihr jetzt nicht kaufen, ne? Weil doch, drüben ist ja noch ein bisschen Platz. Das wird ja permanent getauscht. Boah, okay, ja, jetzt weiß ich ja gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Krass. Lotus 77, Gunnar Nielsen. So. Mhm. Letztes Jahr schon in Monaco gefahren, also beim Historic Grand Prix. Sehr erfolgreich gewesen mit Marco am Steuer und ist dann dieses Jahr auch wieder mit dabei. Für mich fürs Verständnis, bei dieser historischen Formel 1 fahren aber alle Baujahre zusammen in einer Klasse? Nein. In Monaco nicht, nee. Ah, okay. Das heißt, da ist dann nochmal immer 5 Jahre, 10 Jahre? Da sind dann schon Klassenrennen, ne? Jahrgang 73 bis 76 ist das jetzt hier. Ah, doch so kurz, okay. Ja, 3 Jahre. 73 bis 76, das kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? Aber, Wahnsinn. Vor allem das Erste, was halt so richtig ins Auge sticht, ist halt diese innenliegende Bremse, ne? Ja. Direkt ans Getriebe geflanscht. Ein tragendes Teil für die Radaufhängung. Ein tragendes Teil für die Radaufhängung, stimmt. Mhm. Müsste hier mal, die Radaufhängung ist quasi an den Bremssattel geschraubt. Da sieht man mal doch so, was man sich damals so überlegt hat, ne? Das heißt, wir sparen natürlich dann brutal Federn in Masse. Ja. Weil an der eigentlichen Radaufhängung ja eigentlich nichts mehr ist, außer ein Radlager. Genau. Und ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dass die Belastung für so eine Antriebswelle wahrscheinlich sogar mit Bremse dran fast noch krasser ist, als das eigentliche Beschleunigen, oder? Oder wie ist das bei den Autos so? Ja gut, normalerweise ist eine Antriebswelle ja nur für die Beschleunigung da und nicht für die Verzögerung. Hier ist es tatsächlich beides. Also Bremswelle und Antriebswelle. Mhm. Heißt die dann auch Bremswelle eigentlich? In dem Fall ist es jetzt eine Antriebswelle. Ja. Aber wir gehen gleich zu einem anderen Auto, da gibt es vorne eine Bremswelle. Ah, wegen Heckantrieb und dann trotzdem innenliegend. Das heißt, da konzentriert man dann schon noch extra eine Welle. Oder mit Bremswelle nach mal raus. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn diese Wellen hier auf Temperatur sind, ist das ja von Kräften her schon nicht ohne, was über diese Welle geht. Ne? Ist schon immens, ja. Thema Reifen. Mhm. Gibt es nur einen Reifen, der da immer drauf kommt oder verschiedene? Einheitsreifen, ja. Also was Hinterachse angeht, Einheitsreifen. Vorderachse gibt es tatsächlich dann verschiedene Durchmesser von der Felge, 13 Zoll, 15 Zoll und dann auch jeweils verschiedene Breiten. Krass. Das heißt, verschiedene Mischungen gibt es auch nicht? Verschiedene Mischungen gibt es nicht. Also wirklich nur ein Reifen von Avon fertig? Ja. Krass. Und so Felgen, alles Originalfelgen von damals? Nee, das sind schon neu gefertigte, weil das Problem ist, früher hat man viel Magnesium benutzt und das Magnesium altert mit der Zeit extrem stark. Und dann wird es porös und man darf es nicht mehr benutzen, weil man kann es auch nicht mehr benutzen aufgrund der Bruchgefahr. Da sind wir wieder beim Thema Cracktest. Die auch, ne? Die müssen auch einen Cracktest durchlaufen. Alle 2 Jahre einen Cracktest haben, ja. Aber was von diesem Auto ist wirklich noch so, wie man das von damals aus dem Fernsehen kannte?
Also wo man wirklich sagen kann, das ist definitiv das Originalteil, so wie Gunnar damals mitgefahren ist. Das Chassis. Mhm. Chassis ist definitiv 1:1. Ein paar Aufhängungspunkte. Was passiert, wenn so ein Fahrer so ein Ding mal in eine Leitplanke steckt? Blöd. Blöd. Ist doof, ja. Ist doof. Hast du viel Arbeit. Aber kriegt man so ein Chassis nach? Nein. Okay. Also ist richtig doof. Es sind damals nur 3 Autos von diesem Typ gebaut worden, 1976. Und das war ja zu einer Zeit, wo die auch wirklich Gas gegeben haben mit der Entwicklung. Man hat alleine 76 an dem Auto 5 verschiedene Bodyworks gefahren. Mhm. Das heißt, die Abdeckung, die hier vorne drauf ist, die ist von Rennen zu Rennen immer mal wieder abgeändert worden mit den Einlässen für die Airbox. Teilweise ohne Verkleidung im hinteren Bereich gefahren. Die Seitenkästen sind anders gemacht worden im Laufe der Saison. Das Auto ist Anfang der Saison mit einem Ölkühler für den Motor im Heck gefahren. Im späteren Verlauf hat man den Ölkühler nach vorne gelegt. Verschiedene Heckflügel, verschiedene Frontflügel, verschiedene Radaufhängungen. Das Auto hat tatsächlich auch in den ersten Rennen Bremswellen gehabt mit einer eng liegenden Bremse. Mhm. Ähnlich wie hinten, dass der Bremssattel ein tragendes Teil war für die Radaufhängung. Was man dann später umgebaut hat, weil man einfach erkannt hat, es funktioniert auf der Vorderachse nicht mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Die Bremse ist nach außen gekommen. Und der 76er hat noch eine innenliegende vorne. Der 76er, ne? Ja. 2 Jahre vorher hat noch geil eine, aus. Ja, sieht genau. Affengeil aus. Stimmt. Hat noch eine Bremswelle. Aber auch geil, wie man einfach die Ölrohre, den Ölkühler einfach dann so links, rechts rangeflankt hat. Ja. Und auch gefühlt finde ich ultra, also sowohl vom Durchmesser her kleine Räder, ja, als auch gar nicht so breit und so jetzt. Ne? Das stimmt, ja. Aber wenn du das im Vergleich setzt zu einem heutigen Formel 1, wirkt das Ding hier wie ein Spielzeug. Ja, das klar, ist ja 1,5 Meter ja, länger aktuell. Ja, ja. Wahnsinn. Und das eigentliche Chassis ist aber Rohr. Nein. Nee, das ist komplett hier so ein... Ab dem Zeitpunkt, wo so Lotus angefangen hat mit der Monocoque-Bauweise, das war 67, so richtig bekannt geworden mit dem Lotus 49, wo das erste Mal auch der Motor eingesetzt worden ist. Ab da war das eigentlich gang und gäbe, dass jeder Hersteller auf Monocoque-Bauweise mit Heckmotor... ich sag mal so, final gewechselt hat, weil das war das Konstrukt, was es zu schlagen galt. Monocoque heißt aber nicht Carbon-Monocoque, sondern das ist mehr so eine Alu-Verbund-Bauweise. Genau, das gab es erst 1981. Mhm. Kommt gleich. Kommt gleich. Was dann so ein Auto an Wert ungefähr, wie es hier steht? Ohne, dass es jetzt Monaco gewinnt? 1,8 Millionen ungefähr. Boah, ja, da muss man dann als Fahrer schon... sich also trauen, damit noch zu ballern halt. Ne? Andererseits soll es ja auch geballert werden. Es, ne, ist ein ganz schmaler Grad so von absolut. Vertrauen, Fähigkeit und so. Ne? Aber die Jungs, die es fahren, die sind es wirklich auch absolut gewöhnt. So. Ja. Und, aber es kann ja immer mal kann eine, immer Spur, alles eine Spurstange brechen. Aber so. In der Regel, ja, das passiert ja auch. Das passiert ja auch hin und wieder schon mal. Aber so richtig Kollateralschaden oder so kommt eigentlich wenig kaputt zurück. So ein Teil wie ein Lenker hier, das sind auch schon alles Nachfertigungen von euch da wahrscheinlich, ne? Die haben wir nachgefertigt, ja. Das heißt, wenn da mal was ist, das ist noch das geringste Problem. Wir haben Schweißvorrichtungen dafür. Wir haben in der Regel alle Teile doppelt, was Fahrwerksteile angeht, was wir dann auch mit haben zu den Rennwochenenden. Frontflügel, Heckflügel, Seitenkästen, Kühler, Motor. Thema Fahrwerk. Dürft ihr da theoretisch machen, was ihr wollt? Weil das sieht ja noch relativ retromäßig aus. So. Muss auch so sein, wie es damals gewesen ist. Also das heißt, da gibt es noch kein X-fach, 10-fach, 12-fach, 14-fach verstellbar. Das muss genau so also aussehen. Dämpfer sind in Zug- und Druckstufe verstellbar. Mhm. Ist aber vorgeschrieben von der FIA, dass man einen Koni-Dämpfer benutzt mit einer Ölfüllung, keinen Gasdämpfer. Ah. Mhm. Cool. Aber das ist, glaube ich, gut, dass es da noch so ein Reglement für gibt, weil sonst würde das ja wieder ausarten und jeder baut nur das Krasseste. Irgendwann hättest du ein modernes Formel-1-Auto gebaut. Ja, und hier haben wir halt die besagte Schaltung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was fährt so ein Auto in Hockenheim, wie es da so steht? 1,39 rum. So, jetzt fährst 38. Du jetzt fährst eine 1,38 mit dem Ding hier in Hockenheim. Das heißt, das ist schon wirklich schnell und muss zeitgleich schon noch ständig schalten. Ne? Handgerührt. Was ist das, 5 oder 6 Gang? 5. Mhm. Aber die 5 Gänge wird man schon dauerhaft durchschalten, ne? Ende Parabolika brauchst du zumindest einmal den ersten, ja. Und der erste Gang ist relativ lang übersetzt in der Regel, also 110, 120 km/h. Und das heißt, man fährt schon fast nur mehr mit einer Hand und anderer Hand beim Schalten, als du bist schon oft am Schalten, ja. Das ist schon richtig Hard Work. Und ich finde ja auch immer geil, sympathisch, einfach den Drehzahlmesser gleich verdreht einzubauen. Halt. Sonst würdest du den nicht sehen. So, weil man hier eher so in dem Bereich fährt und das ist dann genau die Sichtfläche, als wenn es da unten wieder irgendwo wäre. Ne? Geil. Ja, hier bist du halt im Drehzahlbereich zwischen 7,5 und 10.
Das ist eigentlich die Range, wo du dich permanent bewegst. Aber so der Anblick über diese Autos ist einfach... Also jeder, der so ein Herz so für Motorsport und Technik und so hat, ich kann das voll gut verstehen, dass es da Leute gibt, die da... Wie sie da so stehen. Echt der Wahnsinn. Wir können ja mal so ein bisschen zu jedem Auto... Welches Teil von diesem Auto fasziniert dich am meisten, technisch gesehen? So? Der Motor. Der Motor, okay. Also hier ist der Motor. Da können wir jetzt gerade schlecht reingucken, aber was ist das Besondere daran? Also gegenüber den anderen? Die Autos, die hier stehen, haben alle den gleichen Motor, aber das ist so der Part, der mich persönlich am meisten interessiert. Okay. Ah krass, die haben alle vom Rumpf her eigentlich den gleichen oder wirklich identisch? Ne, ist schon identisch, ja. 3 Liter Cosworth V8. Ach so, ja, krass. Das ist eins meiner persönlichen Lieblingsautos. 1980 hat Colin Chapman, der damalige Firmengründer von Lotus, das Thema Ground Effect eigentlich so richtig in die Formel 1 gebracht und weiterentwickelt. So, und das Auto hat leider nie einen Grand Prix gefahren, sind damals 3 gebaut worden. Wir haben 2 von den Autos. Eins steht noch beim Classic Team Lotus. Dieses Auto hat ein sogenanntes Twin-Deck-Chassis, das heißt, das eigentliche Monocoque mit Motor und Radaufhängung ist als eine Einheit zu sehen und die zweite Einheit ist wirklich das komplette Bodywork oder in dem Fall zweite Chassis mit Front- und Heckflügel. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit senkt sich im Prinzip das Bodywork, die komplette Body-Einheit nach unten, um Downforce zu generieren. Ah, krass. Das geht auch schon relativ zeitnah, ne? Irgendwie bei 60 km/h ungefähr. 60 km/h. Mhm. Also wirklich Ende Boxengasse. Saugt sich das Ding an. Saugt sich das Ding auf den Boden und... Das heißt, da ist auch, glaube ich, mehr der Effekt mit gewollt, dass unten viel, viel weniger Platz unterm Auto ist, wahrscheinlich damit eigentlich gewollt, ne? Das Auto macht im Prinzip dann einen richtigen Kanal, um einfach zu links um und die Luft, die vorne unter den Unterboden reinkommt, letzten Endes beschleunigen zu lassen und so den Ground-Effekt aufzubauen, wie es jetzt die aktuelle Formel 1 auch wieder macht. Gab es da nicht von Lotus auch mal was, da habe ich einen Fernsehbericht drüber gesehen, wie sie einen um Ohren gefahren sind, dass seitlich so Schächte runtergekommen sind? Schürzen. Genau, die so richtig plopp seitlich auf den Boden gefallen sind. Ja, die fehlen jetzt hier gerade dran, hier siehst du die zum Beispiel. Die einfach wirklich klack auf den Boden und dann... Heutzutage müssen die starr sein und wir müssen, wenn das Auto neutral steht, 40 mm Bodenfreiheit an den sogenannten Skirts haben. Mhm. Deswegen sind die jetzt heutzutage aus Gummi gemacht und fest verschraubt. Und ist hier genau das Gleiche. Das war ein bisschen die Herausforderung, weil hier halt das Bodywork runterfällt. Sobald du eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hast, musst du aber dann trotzdem die 40 mm Bodenfreiheit einhalten. Mhm. Damals war das so, zu der Zeit hatten die 6 cm Bodenfreiheit, 1981 vom Reglement festgelegt. Und Lotus hat sich halt gedacht, okay, im Stand haben wir die 6 cm oder bei der technischen Kontrolle. Ja. Aber sobald wir rausgehen auf die Rennstrecke, fällt das Ding quasi auf den Boden. Mhm. Und damit war der Ground-Effekt dann natürlich massiv. Dass sie allen um Ohren gefahren sind? Ja. Bis es verboten wurde oder werden das nachgebote? Bis es verboten wurde. Also ab 83. Qualifying ist gefahren, glaube ich, ne? Oder? Ist 2-mal Qualifying gefahren, 2-mal disqualifiziert worden, ja. Zieht euch mal bitte rein. Das finde ich halt wieder geil, wie sie einfach innenliegende Dämpfer über so ein, ja, ich will es jetzt gar nicht Kipphebel. Genau, ist eigentlich mehr ein Kipphebel als ein Pusher und so. Ja. Aber halt im Getriebe einfach. Also das Ding geht einfach durchs Getriebe durch. Wie viele Jahre liegen zwischen den beiden jetzt auseinander? 1976, 1981. 5 Jahre. So viel passiert in den 5 Jahren. Ja, 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 definitiv. Das hier ist im Prinzip das identische Auto. Das Einzige, was wirklich eine ganz kurze Sache muss ich ganz kurz zeigen. Auch witzig, dass die Doppelbremssattel vorne als auch hinten dann auf einmal haben. Mhm. Ist das bis heute so üblich? Wird das immer noch viel gemacht, so in Richtung Formel 1 und so weiter? Nein. Okay. Okay. Ja, jetzt sorry für die Unterbrechung. Alles gut. Im Wesentlichen ist das exakt gleiche Auto wie dieses Fahrzeug. Mhm. Das Auto war das erste, was man Ende 80 entwickelt hatte und dann 81 präsentiert hatte, was dann nur dummerweise verboten worden ist. Und man musste sich im Prinzip binnen 2-3 Wochen dazu entscheiden, ein konventionelles Auto daraus zu machen, weil das war tatsächlich auch das erste Auto in der Formel 1 mit Carbon-Monocoque. Ah, stimmt, hier sieht man es. Was wiegt so ein Ding ungefähr? Also das ganze Auto jetzt, so wie es hier steht? Das ganze Auto wiegt 580 Kilo ungefähr. Krass. Also da finde ich dann doch, wenn man jetzt gegenüber dem Auto, was ihr im ersten Teil gesehen habt, mit den 420 Kilo, 440 Kilo sehen wir, dann sieht man doch mal, wie viel Technologie hier drin steckt oder wie viel Geiz in Anführungsstrichen in Sachen Gewicht.
ja, dass man mit diesem riesen Auto, mit der riesen Bremse, mit dem riesen Motor auch nur 150 Kilo schwerer ist. Ne? Das stimmt. Ja. Das ist dann schon beachtlich. Und das ist halt immer ein Blick für die Götter, wenn man einfach Dinge abtrennen. Du willst die Hinterachse ausbauen, ja, was machen wir? Mhm. Nehmen einfach das Getriebe ab. Fertig. Dass das einfach ein komplett tragendes Teil einfach ist. Ne? So Getriebegehäuse, wenn da mal was schief geht, irgendwie beim Einschlag und da was abreißt oder so? Musst du was Neues gießen. Das ist der Teil vom Anruf, den Christian wieder nicht so gerne hat. Das ist so. Aber hatten wir doch, glaube ich, mal das Thema, ne? Beim LMP irgendwie, Getriebeglocke, irgendwas. Ja, da ist das Bellhaus dann aus dem Vollen gefräst worden. Dürfte man aber, solange es wieder das gleiche Material ist. Ja. Mhm. Wobei jetzt ein Getriebegehäuse aus dem Vollen zu fräsen, das wird die Sache extrem schwer machen zu dem Vergleich, was man jetzt hier hat im Magnesium. Mhm. Ich finde, das Auto geht schon in Richtung so, in Anführungsstrichen, so die aktuellsten, also die Formel-1-Autos, die so ein bisschen so, finde ich, irgendwie optisch so in die Richtung, keine Ahnung, kann auch ein bisschen am Spoiler und so liegen. Mhm. Krass. Vor allem interessant ist auch immer, wie im Rennsport diese Kühler so angeordnet werden. Ja. Weil eigentlich steht ja kein Kühler immer so richtig im Fahrtwind, sondern er wird ja eigentlich immer mehr umströmt so. Ja, das ist richtig. Ah, hier haben wir auch nicht. Hier sieht man das Buch auch so massiv. Trotzdem, im Vergleich zu heutigen Maßstäben ist das eigentlich ein Witz von der Steifigkeit her. Mhm. Mhm. Krass lange Querlenker so, finde ich. Ja. Wie viel sind die Autos untereinander immer schneller geworden? Also, wenn man sie heute jetzt fährt, wenn wir da bei 1,39 anfangen, so als Referenzzeit im Hockenheim. Ein Ground-Effekt-Auto fährt ungefähr 2 Sekunden schneller. Mhm. Und dieses ist dann wieder langsamer als mit dem Ground-Effekt? Nee, das ist ein Ground-Effekt-Auto. Ah, das ist also okay. Mhm. Aber auch noch mit der kompletten Verstellung hinten? Also, dass das komplette Chassis runtergeht? Nee, das ist ja dann die konventionelle Bauweise, die sie sich zwanghaft überlegen mussten, nachdem das Auto verboten keine wurde. Zulassung mehr hatte. Genau. Das heißt, in dem Fall ist der Ground-Effekt wirklich nur noch die Finnen links, rechts dran, die den Unterboden so abschließen. Die den Unterboden kanalisieren. Mhm. Mhm. Ist ja im Prinzip eine umgedrehte Tragfläche. Mhm. Ja. Okay. Und die werden jetzt alle für den Testtag fertig gemacht? Nee, für Monaco. Für Monaco. Hm? Für Monaco, okay. Mit Testen sind wir durch. Alle Autos sind nochmal zerlegt worden. Überall Getriebe raus, Motor raus. Nochmal alles nachschauen. Getriebe öffnen, Motor durchgeschaut. Auch so ein Motor, 12, 15 Stunden Revision? Mhm. Alle? Mhm. Jo. Ist man ja eigentlich durchgehend am Revidieren, oder? Sportlich. Ja. So, wenn Salem so ein Ding fahren würde, müsste er jeden Tag revidieren. Bei seinen Fahrzeiten. Totti. Also hier ist jetzt schon ein bisschen nur noch mit einem Bremssattel. Das ist 1983. 83, obwohl er eigentlich dazwischen ist, ne? Aber das ist ja witzig, dass die... Ne, wir hatten 76, 81. Und nochmal 81. Nochmal 81, okay. Das ist doch das jüngste Fahrzeug hier. Ja. Auch wieder diese krassen liegenden Kühler. Ist das gleiche Chassis, was verwendet worden ist? Oder das gleiche Monocoque? Sowas hier, darf man das wieder hübsch machen oder muss Patina bleiben bei diesem Auto? Nein. Das machen wir auch. Das Pflicht. Wird schon noch hübsch. Ah, okay, das heißt, es ist so schnell auch wieder, da hat man doch so schnell die Steinschläge wieder drauf. Okay, krass. Das hier mussten wir leider machen letztes Jahr, weil wir in Frankreich bei der aktuellen Formel 1 ein paar Demo-Runden gefahren haben und da war Zigarettenwerbung verboten. Und dann haben wir angefangen, gewisse Sachen abzukleben. Ja. Mhm. Und dummerweise ist dann der Lack gleich mit abgegangen. Bremsbelüftung. Mhm. Fisch selber. Krass. Hier ist man dann zumindest auf der Vorderachse schon mal bei einer Pull-Rod-Variante angelangt. Mhm. Mhm. Das heißt, dass die Dämpfer innenliegend sind. Hier hast du jetzt die Variante Pull-Rod. Die Anlenkung, sage ich mal, die geht im Prinzip nach unten in so einem Kipphebel und arbeitet auf Zug. Ah. Deswegen Pull und nicht Push. Okay, jetzt genau. Schon, ne? Im Pushrod geht es nach oben hin. Du hast oben den Kipphebel, der den Dämpfer dann ansteuert. Was dann druckbelastet ist. Also theoretisch sogar Schwerpunkt nochmal wieder tiefer hier. Ne? Wenn es natürlich unten drin liegt, ist es natürlich eigentlich noch besser als wenn es.
Ja und nein. Also letzten Endes ist es eine Designfrage, was man sich damals halt überlegt hat. Mhm. Heutzutage ist ja von Auto zu Auto in der aktuellen Formel 1 auch der gleiche Unterschied, ob Pull-Rod oder Push-Rod. Das hat einfach mit dem Gesamtdesign vom Auto zu tun. Bauraum und so weiter. Ja. Fährst du solche Autos auch oder sind die wirklich nur bei Tests, ja. Wie fährt sowas? Geil. Geil. Was soll man da sagen? Na, also ist schon, also wenn du jetzt sowas fährst und ich sag jetzt mal, keine Ahnung, GT3 RS in aktuellen oder so, ist schon so, dass das wirklich einfach ganz was anderes ist. Also moderne Straßenautos interessieren mich eigentlich fast gar nicht. Gar nicht, ne? Und welcher Moment ist am geilsten? Wenn du das erste Mal rausgehst, Autotemperatur, und du kannst wirklich mal reinlatschen. Das also wirklich vom Durchbeschleuniger, ne? Ja. Und nein, das ist einfach... Das haut dich nicht wirklich um. Also klar, 500 PS und Gewicht und so, das ist alles cool. Aber die Wahrnehmung in sowas ist was komplett anderes, als wenn du in einem Straßenauto sitzt mit 700, 800 PS. Weil eigentlich muss ja so ein Ding mit 500 PS und ich sag jetzt mal mit Fahrer, keine Ahnung, 700 Kilo, 650 Kilo, muss ja schon ganz gut beschleunigen eigentlich, ne? Ja, die Beschleunigung ist schon gut, keine Frage. Aber das kannst du halt nicht vergleichen mit einem modernen Auto, was heutzutage von alleine schaltet. Ja, da mega. Kommt alles zusammen. Ne? Geräuschkulisse, Wind, Emotionen. Emotionen. Darum geht es im historischen Motorsport. Also hier sind wir jetzt fast drüber weggekommen. Hier haben wir jetzt diese Innenliegen sowohl hinten als auch vorne. Vorne, ne? Genau. Ist halt optisch geil. Weil es halt hier, wir laufen immer einmal rum. Das war ja früher sehr verrufen, was die Bremswellen angeht bei Lotus. Mhm. Aus dem Grund ist ja Jochen Rindt tödlich verunfallt 1970 in Monza, weil eine Bremswelle gebrochen ist. Und ich sag mal, wenn du von 250, 260 km runterbremsen willst und dir reißt eine Bremswelle ab und du hast Bremswirkung nur auf einer Seite, biegt das Auto natürlich auch schlagartig ab. Das stimmt natürlich. Und du hast wenig Optionen, da noch heile rauszukommen, weil du hast ja letzten Endes auch nicht viel Auto. Aber es hätte einen großen Vorteil, wenn man jetzt hier so einen kleinen Bengel reinsetzt und die Pedalerie nach hier schiebt, könnte man relativ einfach ein Allrad draus machen. Wenn man schon bei ihr. Ja. Und das ist natürlich auch mal Scheibenbelüftung. Viel besser kann man es natürlich bald nicht mehr machen, einfach so voll in Fahrt einstellen. Ja. Aber klar, wenn eine Welle weg, dann ist halt... Ist schwierig. Ist schwierig, ne? Und Reibung ist natürlich auch nochmal deutlich wieder mehr, weil man halt nochmal ein zweites, halt auch wieder noch so ein Gleichlaufgelenk braucht, ne? Ja. Wie ist das? Eine Frage noch so in Bezug auf Abstimmung. Heißt vermessen, Sturz, Spur, Federraten. Richtet man sich da nach den Zeiten von damals oder macht ihr das wirklich eher nach heutigem Know-how, so wie ihr sagt, wie das Auto am schnellsten ist? Nach heutigen Bedingungen, was der Fahrer auch möchte und was die Rundenzeiten halt zeigen. Okay. Also ist jetzt nicht so, dass man da so an alten Thesen von damals festhält, sondern wenn... Also wir haben viele Aufzeichnungen von früher, viele originale Unterlagen von Lotus bekommen. Wir stehen im guten Kontakt mit denen, sodass sie uns auch sicherlich weiterhelfen könnten. Aber was man nicht vergessen darf, heutzutage versucht man natürlich, das Ganze nach aktuellem Standard zu betreiben. Und der aktuelle Standard heißt 4 cm Bodenfreiheit, so tief wie es nur irgendwie geht. Das war aber damals zeitweise gar nicht erlaubt vom Reglement her. Mhm. Und hinzu kommen einfach modernere Reifen, die generell ein anderes Gripniveau haben. Und um das miteinander zu verheiraten, musst du halt da neue Wege finden. Ja. Ja, geil. Cool. Mega. Könnten wir jetzt noch stundenlang drüber quatschen. Ich sehe hier so einen externen Starter. Die haben alle keinen E-Starter, also müssen ja alle von hinten gestartet werden. Manche Autos haben wir mit E-Starter, manche mit Druckluftstarter. Und die älteren Autos, die haben dann tatsächlich noch einen Anlasser verbaut. Druckluftstarter kenne ich auch nicht. Ja. Okay. Geil. Ja. Auf ins nächste Werk. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, hier ist im Prinzip... Ich sag mal, zum Thema Emotion, Sound und so weiter brauchen wir nicht viel sagen. Das muss man einfach live gehört haben. Das kriegt die Kamera auch niemals hin. Deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt so ein Ding immer anzureißen. Weil das ist einfach... Unfassbar laut. Die ganze Mechaniker bei euch haben ja auch automatisch und auch schon immer alle Ohrschoner drin und so, weil das ist einfach laut. Ja, hier haben wir halt unser Zwischenlager für die Sachen, die gerade drauf warten, dass wir dran schrauben.
Das aktuellste Projekt, das neueste Rennfahrzeug. Genau. Oh Junge, hier steht ja so viel rum, dass man hier, René musste wirklich hier dich durchtingeln. Genau. Ah, das ist natürlich auch hier. Das ist der Neuzugang. Ah, ist ganz neu, okay. Ja, ja. Was ist das für eine, das ist ja ganz was anderes als Formel 1 eigentlich, oder? Absolut, das IMSA. Ich wollte gerade sagen. Trans Am Serie, also USA. Und dann, ja, mit einem 5 Liter Roush V8. Alter Schwede. Also kein Nesca, man sollte irgendwie meinen, es könnte, aber es ist schon was völlig anderes. Ja, die Nescas sehen noch mal ein bisschen noch mal anders halt, aus. Irgendwie, ja, ne? Ist richtig. Das ist schon noch ein Auto auch. Aber das ist ja dann jetzt mal ganz eine andere Liga für euch so, oder? Ja. Also klar, Motor ist Motor und Rennauto ist Rennauto, aber so ist es. Was habt ihr mit so einem Auto vor? Weil den kannst du ja nicht hier also auf normaler Rundstrecke fahren. Also grundsätzlich ist es erstmal genauso gelaufen, also John Player Special Livery und das gehört dann einfach auch in die Sammlung. Und es ist so absurd, weil es echt einzigartig ist. Also so ein Fox Body Mustang muss natürlich aus dem Grund alleine schon her. Und klar, der Spaß an dem Koffer. Also echt so ein Ding auf der Rundstrecke auch ordentlich bewegen. Ja, so ist der Plan. Vom Bodykit her wäre doch fast schon wieder zeitgenössische Tuning, so, ne? Und genau so sieht es nämlich aus. Wenn man den jetzt so sieht. Krass. Das heißt, V8, 5 Liter, was hat so ein Ding an Leistungen? Auch Sauger, logischerweise. Sauger, ja. Keine Ahnung, wirklich. Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch aber nicht. Das wird ja eher in Richtung 800 PS oder so gehen, ne? Wir wissen es wirklich nicht. Also keine Einschätzung. Das ganze Auto muss jetzt restauriert bzw. vorbereitet werden. Motor muss gemacht werden, Getriebe etc. Und dann werden wir sicherlich auch im Prüfstand gehen. Mal schauen, was da anliegt. Nur um mal so ein paar Zahlen für den Laien zu sagen. Was muss man ungefähr rechnen an Geld, bis dieses Auto wieder auf Rennstrecke fährt? Wenn du das jetzt hier so machst, mit Revidieren, dies, das, jenes und so weiter. Zwischen 100 und 150.000 Euro. Mhm. Für eine komplette technische Revision. Ja, optisch werden wir es so beibehalten, weil so ist es noch original. Ja. Mhm. Okay, also viel, viel, viel Geld, definitiv. Ich hätte aber gedacht sogar noch mehr. Kommt aufs Auto an. Ich wollte da jetzt nicht so zwischen, also im Verhältnis zum Flugzeugträger? Im Verhältnis zum Flugzeugträger ist das alles, genau. Aber ja, Optik, unfassbar. Ja, also wirklich. 1 plus. Hm? Wirklich, muss ich auch sagen, steht man so vor und kann es so gar nicht. Kannst so gar nicht fassen, was das wohl mal war und so. Krass. Ja. Vor allem bei Rennautos immer, wie flach die Dinger einfach sind, ne? Mhm. Du musst gar nicht mehr so auf Hüfte, brauchst du gar nicht mehr gucken, ob du irgendwo gegenkommst, musst eher auf die Schuhe immer gucken. Das ist der 94, das ist ein Turbo, ne? Ja, das ist ein Turbo. 94T. Mhm. Das heißt, der muss ja Ende 80er dann sein? 94T 1983. 83, okay. Das heißt fing so, das an, 83 und dann Anfang 84. Und das heißt, so einer ist theoretisch dann zeitgleich mit den anderen neben angefahren? Mit dem letzten, ja. Krass. Aber das ist halt sympathisch hier mit dem Wastegate, was von oben einfach rausguckt. Ja, rechts und links. Rechts und links. Wo hat dieses Fahrzeug Ladeluftkühler? Ist das der Ladeluftkühler? Wo hat der Ladeluftkühler gehabt? Oder sind die ohne gefahren? Nein, natürlich mit Ladeluftkühler. Ladeluftkühler, Wasserkühler, Ölkühler. Ist alles in den Seitenkästen. Alles hier drin? Ja. Krass. Mhm. Mhm. Sowas schon mal gefahren? Nein, noch nicht. Weil das muss ja dann eigentlich, wenn du gerade Bock drauf hast, das aufs Gas geben und gar nicht so, um eine schnelle Runde zu fahren, muss das ja nochmal... Ja, aber das reizt mich nicht so wie echt nicht? Das Ältere. Boah, ich glaube schon, wenn hier so irgendwie, wenn du da so reintrittst und da passiert erstmal 1-2 Sekunden gar nichts und dann scheppert das Ding los. Ja. Glaube ich schon. Aber das ist ja für uns auch quasi Neuland. So, geil, auch wie dieser Spoiler da hinten aussieht, ne, mit diesen einzelnen Rippen. Wolltest du nicht hinter dem Golf nochmal so ein Ding? Das heißt, noch wertvoller als die ganzen anderen Autos? Nein, das nicht. Das nicht, okay. Liegen alle ungefähr im gleichen Rahmen. Ja. Auch hier kommt immer ein bisschen drauf an, wer es gefahren ist. Mhm. Ne? Also gibt es auch so ein paar Sachen, die wir da in der Pipeline haben. Wären, wo du gerade sagst, angenommen, man würde so Original-Formel-1-Autos von Schumacher aus den Zeiten so. Wären die nochmal deutlich, deutlich teurer? Oder kann man das so gar nicht pauschal sagen? Also pauschal glaube ich nicht. Und ich sag, also Schumacher ist jetzt schon ein exorbitantes Beispiel. Ne? So, ja. Aber im Vergleich zu einem Senna-Auto zum Beispiel... Also Schumacher-Senna-Ära, ja. Das sind größtenteils Autos, die wirklich dann nochmal sehr viel potenter sind. Ja. Das heißt, wir reden davon nochmal einer Null hinten ran? Oder? Nee, oder das jetzt nein. Das nicht, aber schon so eher so 5, 8, 10 Millionen dann im Dreh. Ja. Und gibt es da überhaupt Originalautos? Weil ich finde, egal welches Originalauto ich immer sehe, ist immer kein Originalauto ohne Motor, ist nur so ein Rolling. Ja, so Standmodelle, irgendwas. Nee, aber gibt es tatsächlich. Aber die sind immer irgendwo in irgendwelchen Kellern meistens, leider.
Und ja, oder? Und hier. Mir wurde auch eine Zeit lang mal immer gesagt, dass die Hersteller den Motor direkt ausgebaut haben am Ende Jahresende und wenn dann das Auto immer nur ohne Motor weggegangen ist. War hier tatsächlich damals auch so. Die Renault-Werksmotoren, die sind auch nicht, ich sag mal so, beim Team geblieben, sondern gingen zu Renault zurück und die haben dann sogenannte Dummy-Motoren gebaut, die dann an die Kunden wieder gingen, um die Autos dann für Präsentationen bereit zu haben. Dass die Autos zumindest wieder optisch komplett aussahen, ja, aber ohne Innereien. Ohne dass man ja wirklich den aktuellen Entwicklungsstand gesehen hat oder hätte sich anschauen können von anderen Teams her, um Spionage zu betreiben. Das da? Ist das, ist mehr so Formel 2 oder so? Nee, das ist Formel 1. Auch Formel 1? 1988. Krass. Aber dann ging es schon, also ist in der Formel 1 schon viel passiert so über die Zeit, ne? Das jetzt ist 3,5 Liter Saugmotor mit Carbonbremse. Das war dann der Übergang, wo Turbomotoren halt wieder out waren und man auf die 3,5er gegangen ist? Ja. Das waren so, das war die letzte Zeit im Prinzip, wo Saugmotor und Turbo zusammen eingesetzt worden ist. Das Markus-Auto, ne? Mhm. Krass. Bremse gefällt mir. Hammer, hat keine Belüftung, gar nichts, einfach nur eine dicke Carbonplatte. Fertig. Tendenziell wertvoller? Nein. Okay. Leider nicht. Ja, ich glaube, das ist für unsere Zuschauer schon immer interessant von den Profis halt so ein bisschen, dass man so dazulernt, dass so ein bisschen einschätzen kann, was jetzt wirklich wertvoll ist und was nicht, weil man steht ja immer davor und denkt immer so, boah, schön. Also, was heißt nicht wertvoller? Ich meine, so ein Auto kostet dann auch immerhin noch 400.000 Euro. Mhm. Okay, aber da hätte ich tatsächlich gedacht, auch teurer für ein Original Formel 1 Auto von damals. Aber wie erfolgreich, welcher Fahrer? Ja. Aber im historischen Bereich ist es halt so, das Interessanteste oder der breite Markt sucht halt das, was auch einzusetzen ist in irgendwelchen Rennen. Und das hört halt bei 1985 auf. Mhm. Krass. Das ist auch hier Lotus Formel 1. Da sieht man nochmal den Vergleich von 1980 auf 81. Das war das letzte Jahr, wo ein Alu-Monocoque benutzt worden ist. Und 81 kam Lotus ja dann zeitgleich mit McLaren zusammen mit Carbon. Mhm. Und das ist so ein typisches Formel 3 Auto? Das ist ein Formel 3, Jahrgang 92. Da hinten liegt nochmal ein komplettes Carbon. Ich erinnere mich aber noch an diese D2-Werbung damals. Ja, immer. Das sind auch Projekte, die auf Vollendung warten. Die halt, da ist noch nichts passiert, großartig. Nur eine kurze Übersicht bis jetzt. Mike, das Monocoque da hinten, ne? Ist das nicht passend zu dem Motor, der oben steht? Ist das nicht der Turbo da hinten? Nein. Das ist auch RALT 1992. Formel 3 Monaco Grand Prix. Nein, ich meine das Lotus da, Monocoque, da liegt noch eins. Ach, liegt noch eins. Ah, ganz vergessen in der Ecke. Ja. Ach so, das ist 95T. 95T, das ist der Motor, der oben Chassis steht. Chassis 1, ne? Zu dem Motor quasi. Chris wittert schon so ein bisschen ein neues Auto im Bestandteil. Nein, auf gar keinen Fall. Kannst du noch was zusammenbauen? Ja, LMP2 hast du ja dann auch. Genau, der war auch vor Ort. Ist halt ganz was anderes, technisch gesehen gleich so ein UFO irgendwie dagegen halt. Ne? Mhm. Aber ich kann das auch verstehen, dass das halt... Formel 1 ist so einfach die Königsklasse im Rennsport irgendwie. Mhm. Und das ist irgendwie für mich immer, LMP1 war immer mehr so eine, ein aktueller Hersteller baut sich einfach aus der geilsten Scheiße ein Auto zusammen. Das war irgendwie so ein bisschen LMP immer für mich. Ja. So, weil hier ist ja dann wirklich schon, ja. Was ist das für ein Baujahr? 2012. Boah, doch schon so alt. Okay, krass. Doch schon so alt, ja, schon 10 Jahre alt. Krass, ne? Ja, weil das ist dann halt gleich... Man sieht schon in der Fahrwerkstechnik. Ja. Ganz andere Nummer, ne? Ja. Und da sieht man auch immer schön, was man einfach für Querschnitte braucht, um eine vernünftige Bremsbelüftung dann irgendwie zu realisieren. Ja gut, hier haben wir auch eine Kohlefaserbremse. Mhm. Und die arbeiten halt einfach in einem anderen Temperaturfenster. Du siehst halt auch hier schon haufenweise Sensorik. Mhm. Ja, selbst hier, selbst am Fahrwerk dran und genau. So, da wird ja schon komplett alles. Um die ganzen Daten aufzunehmen und die Telemetrie hinterher auszuwerten mit dem Fahrer. Mhm. Optisch auch mal geil. Das da ist auch ähnlich, ne? Mhm. Gruppe A Mustang, ja. Das wird jetzt auch als nächstes dann geschehen. Auto komplett zerlegen, umlackieren in Schwarz-Gold. Weil auch so gelaufen in dem Lotus JPS Livery. Ah. Also nicht Lotus, sondern JPS Livery. Das heißt, und danach wurde der umlackiert komplett? Genau. Und jetzt back to the roots? Genau, wieder alles zurück und original. Und da hinten sehe ich ja noch... Steht noch ein Backup LMP. Es gab nur die zwei und die sind beide hier. Ja. Also beides für eine Sammlung perfekt. Lotus-Werksautos, ja. Für eine Sammlung perfekt und für einen Einsatz perfekt, weil man immer ein Backup-Auto hat. Mhm. Richtig. Wäre die Sammlung, also als Beispiel, ist natürlich utopisch, weil man kann ja niemals alle von den Autos zusammen kaufen. Aber angenommen, man hätte wirklich alle zusammen. Mhm. Siehst du die Sammlung dann als potenter als haufenweise Einzelteile?
Oder meinst du, das sind dann Regionen, das ist, kann man dann eh nicht mehr beziffern irgendwie? Was meinst du mit potenter? Ja, also angenommen, man hat die komplette Sammlung von den JPS-Autos sozusagen, die jemals gefahren sind. So alle, ja. Alle zusammen. Mhm. Ob das dann nochmal mehr wert ist, als wenn man alle einzeln verkaufen würde irgendwie? Also das wären ja dann weit über 100 Autos. Ja, deswegen, das ist dann schon zu groß für eine Sammlung. Weil ihr habt ja auch diese Testarossa-Sammlung. Aber genau, aber das ist schon auch so ein bisschen, also nicht das Ziel, das jetzt irgendwie jetzt sofort zu verkaufen. Aber die Vision. Dann gerne die Vision als Kollektion, na klar. Ja. Mhm. Da so, weil dafür stellen wir sowas auch eben zusammen. A, für uns, die Sammelleidenschaft, das Jagen, die Leidenschaft fürs Jagen. Ja, ja, ja. Und dann einfach nachher zu sagen, okay, du hast die Möglichkeit, das entweder zu fahren, dich einzumieten oder zu zeigen oder zu verkaufen. Ja, und jetzt wird es auch immer enger hier, aber wir sehen Autos ohne Ende. Ja. Mhm. Platz ist in der kleinsten Bude. Mhm. 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 Was ist das Blaue denn? Porsche 962 Gruppe C. Auch selten, ne? Relativ. Doch viele von gebaut worden. Echt? Ja, über 100. Krass. Ist dann nicht mehr so interessant für uns, wenn ich ehrlich bin. Das sind alles guten Autos sonst? Ja, alles aktuelle Arbeit. Wow, wird nicht langweilig hier. Nee, das bestimmt nicht. Ach, siehst du hier, da ist das nächste Teil für dein. Ja, ja. Wir kriegen das Auto noch zusammen. Lagerfläche halt, Lagerfläche. Wir kriegen noch ein neues Auto für euch zusammen. Stell dir mal vor, einfach reinsetzen, losfahren. So, rote Nummer. Ja, das sind auch so Ex-Autos von uns. Also wir haben auch mal eine Sammelleidenschaft für GT3 gehabt. So. Ja. Und dann peu à peu verkauft. Also das Letzte, was eigentlich noch da ist, ist Gruppe C. Guck dir mal bitte aus dieser Perspektive an, wie flach das Ding hier einfach liegt. Ne? Ja, wirklich geil. Wie so, wenn du einfach so ein abgeschrägtes Brett auf den Boden schmeißt, so eine Auffahrrampe. Ne? Ja. So sieht das Ding aus. Brutal. Vor allem auch. Ne? Ja, ja, ja. Muss das ja auch schon alleine die Hölle sein, die Autos immer zu verladen. Ne? Weil das sind ja klar. Das sind ja auch so Autos, die kannst du nicht mal eben so auf den Trailer hochfahren. Nicht so einfach, ja, ist richtig. Krass. So, jetzt Werk 4, oder? 3? Werk 3. Oder ich weiß es nicht. Ah, Blech. Die Schlosserei hier. Ja. Ja. Unfassbar. Ja. Sollten? Müsste meiner Kenntnis nach Can-Am sein. Mhm. Ja, sehr viel Hubraum, sehr viel Musik. Das ist Can-Am, ne? Can-Am, ja. Ja. Anfang 70er Jahre. Hier sieht man jetzt gerade, wie ihr was komplett neu aufbaut wieder. Ja. Das heißt, ihr dürft theoretisch auch an so einem Monocoque einzelne paar Sachen ersetzen. Ja, müssen wir in dem Fall auch. Das Auto hat einen Unfall. Deswegen fehlen halt große Teile oder große Baugruppen am Auto. Dann haben wir angefangen, die vorderen Motorhalter sind neu gefräst worden. Mhm. Das Bellows haben wir neu gefräst. Ah, jetzt kommen die Billeteile hier wieder. Ja, genau. Ja. So, ich finde, das ganze Getriebe sieht relativ neu modern noch aus. Ja, auch die Teile sind neu gefertigt. Hier zum Beispiel oder die Diffdeckel. Wegen viereckiger Antriebsflansche. Wahnsinn. Aber das sieht halt schon nach Musik aus, ne? In der Tat. Das vier solche Musik, Trichter, ja. Vorhin guckt euch mal diese Durchmesser an hier. Aha. Was hat der in Hubraum? Was sind das, 8, 9 Liter? 8,3, 8,2 sowas rum. Ungefähr 830 PS. Krass. Das muss rocken. Ja. Ich glaube, wenn du da mit fährst, so, keine Ahnung, 5000 Umdrehungen, das erste Mal voll aufklappst, hast du wahrscheinlich Angst, dass dein Kopf direkt hinten einfach eingesaugt wird. Also, angesaugt. Zack, weg, hängt da so drin. Läuft nur 7 Zylinder, weil einer verstopft ist. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Brutal. Mhm. Canadian American. Ja, ich merke schon, das stimmt leider. Kommt ruhig rein. Leider keine Nähe. Ja. Ja, hier werden Blechteile gedengelt, verformt, wie auch immer. Alter Jaguar, oder? Genau. Das ist dann wieder eher so ein typischer Carrosserie-Restaurationsjob hier. Ja, wobei das Auto hat auch Renngeschichte, weil sonst wird es sich gar nicht lohnen. Wenn du hier mal schaust, den Aufwand, was hier betrieben werden muss. Ja, da ist nicht mehr viel über, ne? Um das Auto in Form zu bringen. Das ist jetzt ein innerer Kotflügel, der hier gemacht worden ist. Auf der anderen Seite, der ist fertig. Den gibt es gar nicht mehr zu kaufen? Ihr habt ja komplett selber so gedenkt? Der ist so komplett hier selbst gemacht, ja. Aus einem geraden Blech. Krass. Das sind natürlich immer die Spenglerarbeiten.
Ja. Ach stimmt, das hat er normalerweise auch nicht gehabt, ne? Die Erlüftung oben. Also nicht in der Serie. Mhm. Geil. Nervige Arbeit, aber irgendwie schön. Geile Arbeit. Irgendwie. Absolut. Also wenn man es kann. Ich sage jedes Mal, ein guter Kumpel von mir, Marius, der ist auch Karosseriebauer. Mhm. Eigentlich machen uns die Arbeiten total Spaß. Was mich persönlich nur nervt ist, das ist keine Arbeit, wo du dabei kommunikativ sein kannst. Mhm. Weil du hast eigentlich immer Kopfhörer auf, bist dreckig bis oben hin. Schon und kannst, halt, kannst dich nicht mal so mit Absolut. Deinen Kollegen unterhalten. Weil eigentlich stehen beide an der Flex oder am Schweißgerät und machen halt Krach und Lärm und so weiter. Ne? Aber so English halt, Wheel ist schon... Es ist halt schön. Irgendwie noch so richtig... Ja, man merkt halt einfach, wenn man mit den hinten an dem Blech was verändert, ist das irgendwie was anderes, wie wenn du eine Schraube festziehst. Das Einzige, was hier bei sowas halt das Ganze erschwert ist, du siehst halt lange Zeit kein Land. Mhm. Also du bist am Schweißen, am Schweißen, am Schweißen und du siehst eigentlich kein Fortkommen. Aber dann, wenn Grundierung drauf ist, dann siehst du natürlich einen Riesenschritt. Ja. Mhm. Und diesen Druck aufrechtzuerhalten, so ein Projekt dann wirklich voll durchzuziehen, dass eine Karosserie komplett geschweißt ist und gemacht ist, das ist dann schon eine Kunst. Hat derjenige, der mir den Karosseriebau damals beigebracht hat, der Michael, der hat mir damals immer gesagt, betrachte niemals das ganze Auto, sondern immer nur ein Bauteil. Richtig. So, wirklich ein Rathaus, nimmst hier eine Woche für Zeit. Ja. Wenn das Rathaus dann fertig ist, eine Tür nehmen, dann das nächste. Weil sonst so guckst du ja hier und siehst vorne noch 8 Löcher ins Licht. Ne? Und keine ist schwierig, Lust mehr. Ja. Haben wir es, oder? Ja. Im Großen und Ganzen. Großen Fürs und Ganzen. Erste. Haben wir es. Geht das hier draußen im Licht? Von hell. Ich würde sagen. Mir brennt mal wieder der Kopf, kommt in letzter Zeit öfter vor, weil das alles, ja, ich versuche auch immer möglichst viel davon zu behalten und mir zu merken. Aber das war wirklich heute wieder die Hölle, positiv gesehen, war wirklich geil. Also was wir heute gesehen haben, gelernt haben an Technik, Geschichte, was ich auch persönlich immer so cool finde, solche Firmen wie eure einfach mal vorzustellen, weil das ist ja noch echtes Handwerk, hier arbeiten Leute alle mit Leidenschaft, die machen das alle gerne, die haben da Bock zu. Obwohl es natürlich nicht die typische VW-Bandarbeit mit viel Platz und alles ist geregelt, automatisiert und so weiter ist. Ne? Aber es ist halt einfach Leidenschaft, es macht Bock, es macht Spaß und so weiter. Payback auf der Rennstrecke. Ne? Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein weiteres Mal treffen, wenn die ganzen Autos laufen. Mhm. Mhm. Vielleicht haben wir irgendwo mal eine ruhige Minute, weil ich würde es auf jeden Fall mal feiern. Ich will mich unbedingt in so ein Auto auch mal reinsetzen, wenn der so läuft. Mhm. Und mal selber so ein bisschen nur einfach mal so in so einem... Oder mal ein paar Runden fahren. Oder mal ein paar Runden fahren. Ja. Vielleicht, mal gucken. Was, 1,8 Millionen kostet Ding? Ja. Auch, ja. Aber würde schon reichen, wenn ich einfach nur drin sitze. Mir würde es sogar schon reichen, einfach nur einmal die Kupplung zu treten und mal so einen Gang reinzumachen. Alleine so nur dieses Gefühl. Aber irgendwas Schönes kriegen wir schon. Genau so dieses Gefühl, nur so auf irgendeiner Rennstrecke. Mal ganz entspannt, wenn ihr jetzt erstmal in Vorbereitung seid für Monaco, macht mal erst Monaco. Wären wir auch lieb gerne mitgekommen. Das Wochenende geht allerdings nicht. Aber ich würde sagen, das halten wir so vor. Wir kommen irgendwas auf jeden Fall in Jena mal vorbei. Guck mal, was die Kollektion noch so hergibt. Also das war jetzt der zweite Teil. Das heißt, es gibt noch... Es gibt auf jeden Fall noch einen dritten, vierten, sechsten. Da finden wir noch einiges. Ne? Cool. Vielen, vielen Dank, Mike. Vielen, vielen Dank, Chris. Schön, dass ihr da wart. Ultra Spaß Hat gemacht. Hat uns gefreut. Dito. Ja, danke fürs Zuschauen auch an euch. Und bis zum nächsten Mal. Cool. Ciao. Tschüss. Ciao.